Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und ja, ich habe in der letzten Folge gerade einen Nekromanten gefunden, der Zombies spawnt. Das nutzen wir doch gleich mal, um unsere Combo zu steigern. Ja, spawn ruhig noch ein bisschen. Was? Aua. Ja, sehr schön. So. Wir machen zwar jetzt kaum Schaden. So, aber wir bringen die Combo hoch. Und wie wir sie hochkriegen. Oh ja, weil wir rot geworden sind. Even the greatest of swordsmen cannot maintain the dust storm for that long. Mist. Yeah, okay. I'll try to be more careful. Keep an eye on your color. If you start turning red and the screen begins to shake, you're close to losing it. Okay. So, dann wollen wir noch mal versuchen, die Combo aufrechtzuerhalten. Okay, Hälfte geschafft. 600 geschafft. Mist. Ausgekommen. Neuer Versuch. Okay, Hälfte gleich wieder geschafft. Über drei Viertel. Kette zerbrochen, Mist. Neuer Versuch. Au. Okay, das hat mich jetzt gerade weggebombt. Das war nicht so gut. Das hat mich einen Stein der Wiedergeburt gekostet. So, ich konzentriere mich mal ein bisschen, dass wir das hier auch mal hinkriegen. Okay, ich hoffe mal, das macht meine Combo nicht kaputt. Nein, macht es nicht. Komm, nur noch 100. Ich brauche nur noch 100. Jawohl. Okay, jetzt denke ich mal, können wir den Anhänger. Wieder ablegen. Ich guck mal kurz Missionen. Ich habe eine 10.000er Kette geschafft. Schnell mal hochheilen. So, dann würde ich sagen. Aua, wurden wir jetzt getötet, bitte? Okay, diese Zombies scheinen doch etwas härter zu sein, als ich dachte. Deswegen gucken wir mal, dass wir jetzt weiterkommen. Einfach ignorieren.
So, ich hoffe mal, wir haben die 10.000er Trefferkette geschafft. Ich juck's ja schon in den Fingern, das jetzt gleich auszuprobieren. Wenn wir am nächsten Speicherpunkt sind. Okay, da sind wir auch schon. Weltkarte, ja. Ich würde mich gerne nach Aurora teleportieren. Gut, dankeschön. Genau mit dir reden. Ich hatte doch eine Tausender. Warum hat das nicht gezählt? Okay. Ich lade jetzt mal kurz. Hier die Sorgenwiese, ja. Habe ich eigentlich beide? Ja, ich habe beide Lebenssteine aufgebraucht. Ah. Ich glaube, ich darf die Kette nicht zerbrechen lassen. Ich muss sie abklingen lassen. Kann das sein? So, erstmal wieder den Schmuddelanhänger anlegen. Und dann glaube ich, stelle ich mal auf. Aua. Okay, ich denke mal, ich schluck ein paar von denen. Und mach ein paar Feuersäulen, das dürfte schneller gehen. Ah, und Kette zerbrochen, Mist. Ah, und Kette schon wieder zerbrochen, wegen so einem Sprengheili. Okay, macht ja nichts. Au. So. Genauso geht das ja. Doch einfacher. Oder? Na, außer der Explodierende kommt wieder. Oh, ich habe sogar mal geschafft, ihn zu verletzen. Au. Okay, wenn ich sterbe, macht das nichts. Ich will jetzt diese Kombo schaffen. Und genauso schaffe ich die auch. Indem ich einfach hier rumfliege und Feuersäulen spamme. So. Und jetzt hier abhaue. So. Jetzt hat's geklappt. Gut. So. Okay, das heilt mich zur Hälfte hoch, wenn ich an einen Teleporter bin. Und gut zu wissen. Ich könnte jetzt aber, glaube ich, wieder Heilressourcen gebrauchen. Werfe ich mir mal den Hotdog hier ein. So. Kombo geschafft. Aber ich sollte... Hier erstmal das hier und... das hier anlegen. So, wir haben die 10.000er-Kombo gemacht. Geschafft. Oh.
Das hier muss großes Babum machen. Dazu brauchen wir wohl oder übel wieder eine Bombe. Wow, das wollte ich jetzt nicht. So, einfach mal in die Luft jagen alles. So. Gut. Ah. Das wollte ich nicht. So, Händler haben wir schon mal freigeräumt. Ich brauche Schlüssel, kann ich keine kaufen. Stein der Wiedergeburt brauche ich nicht. Ich brauche Heilmaterial. Ach, kaufen wir uns gleich mal 10 Hot Dogs. So. Danke, Kumpel. Und Sachen verkaufen können wir. Verkaufsmodus. Erstmal gucken, was haben wir hier noch nicht katalogisiert. Alles bis auf den hier, glaube ich, haben wir. Ja, macht auch Sinn. Ring des Lichts können wir verkaufen. Leichte Steinweste. Anhänger des Feiglings und auch den hässlichen Anhänger können wir jetzt verkaufen. Gut. Wir haben ein paar Sachen verkauft. Jetzt würde ich aber gerne noch an die Truhe daran kommen. Mist. Naja, fangt an zu ticken. Dann warte ich kurz, bis ihr explodiert seid. So, geht das. Detektivmantel. Der hat gut Verteidigung, aber echt. Da brauche ich die Bergarbeiterrüstung gar nicht mehr. Ich finde es ja schade, dass man Baupläne nicht verkaufen kann, aber ich glaube, dann wäre das Spiel etwas zu einfach. So, dann gucken wir mal, wo der... zerbrochen, aua, und verbrannt auch noch. Ah ja. Okay, warum es auch immer hier einen Save Point gibt und nichts mehr weiter. Mhm. Ich und meine große Klappe. Bardel anwesend. Ah, okay. Die Nachricht, da lesen wir uns noch durch. Notiz des Dieners 1. Heute hat er in seinem Büro gefrühstückt. Ich denke, er hat die ganze Nacht dort gesessen. Unser Gast ist heute Morgen auch gegangen. Er sah aus wie ein Offizier, vielleicht gar wie ein General. Was könnte die königliche Armee nur von Meister Kane wollen? Okay. Na, die Villa sieht schon mal interessant aus. Und so kommen wir wieder runter. Hm. Aber Villenbesichtigung gibt es erst in der nächsten Folge. Ich speichere hier nämlich mal wieder. Ab. Speichern, ja. Oh, schon 59%, was wir abgeschlossen haben.
Gut, dann würde ich sagen, die Villa, erste Villa schauen wir uns in der nächsten Folge an. Die hier. Da müssen wir hier lang noch weiter und oben lang noch weiter. Und wir haben Schätze übersehen. Aber das haben wir an vielen Orten. Okay. Also, jetzt mache ich erstmal einen Cut. Bis dann.